Wir wollen einfach mal wieder so ein Highlight machen, wo die Zuschauer sich dann fragen, wie funktioniert das? Und dann fing ich an zu tüfteln. Ja moin, mein Name ist Klaus, bin seit 2008 im Wunderland, bin eigentlich eingefangen worden, um Schienen zu legen. Das hat auch prima geklappt. Ich habe in der gesamten Zeit ungefähr 5 Meter Schienen gelegt. Und seitdem mache ich ja nicht Oberleitung, weil einer sagte, ich könnte ja mal damit anfangen. Und so ist es gekommen. Jetzt bin ich bei der Monorail bei. Joachim kam um die Ecke und zeigte mir ein Bild. Ich habe das hier. Sowas gab es mal 1910. Das Ding funktioniert mit einem Gyroskop, eine große Masse, die bewegt wird, die in Drehung versetzt wird. Dadurch blieb das Ding auf einer Schiene stehen. Das können wir natürlich nicht machen, unser Maßstab 1 zu 87. Das habe ich ihm auch gesagt, weil wenn wir eine Masse da drin hätten, die müsste 200.000 Umdrehungen machen, um überhaupt irgendeinen Effekt zu bekommen. Er sagte, das war auch nur ein Witz, das ließ mich aber nicht los. Und dann fing ich an zu tüfteln. Wir haben hier zum Beispiel ein Fahrgestell. Das auf einer Schiene fahren zu lassen, ist natürlich extrem schwierig, weil es würde umfallen in den Kurven und so weiter. Und deshalb eine Schiene, hier liegt noch die alte Schiene, stellen wir drauf, fällt um. Da unten drunter, an den Ecken, da sind Magneten, hier jetzt nicht. Und hier sind auch Magneten eingelassen. Und Magneten haben die Eigenschaft, sich anzuziehen oder, wenn man einen umdreht, davon sich abzustoßen. Das machen wir uns zunutze. Und kleben hier welche drauf, die genau entgegengesetzt zu denen, die an der Schiene sind, gepolt sind. Und deshalb stößt sich das ab. Und jetzt die Schwierigkeit dabei ist, das Gewicht so zu halten, dass das Ding nicht hochgedrückt wird, also die Magnetkraft so zu halten, dass das Ding nicht von den Schienen runtergedrückt wird, aber genügend Kraft hat, um in der Waage zu bleiben. Das ist der nächste Punkt. Ich habe mir das dann ausgedacht und habe mir das fräsen lassen von unseren Jungs. Das sind immer die gleichen Abstände, die Aussparungen sind für die Magneten. Das passt super rein. Auch die Schiene ist ein bisschen eingelassen, um das alles möglichst genau zu machen und immer wieder richtig hinzukriegen. Der Wagen da oben drauf und es funktioniert. Nächstes Problem, Antrieb. Soweit, so gut, aber kriegst keinen Motor rein. Dann habe ich mir überlegt, ein Fahrgestell zu fräsen. Das habe ich jetzt bloß schon wieder zerlegt. Da passte ein Motor rein, beziehungsweise zwei. Ich hatte mir überlegt, wenn der eine loslegt, dreht er ja rechts rum und der andere sollte links rum drehen, damit wir das Geschaukel rauskriegen. Gut, brauchten wir nicht. 3.0. Dort ist ein Motor schon drin, alles gefräst, mit einem Kronenzahnrad. Der treibt es direkt an und super, funktioniert wirklich super. Jetzt müssen wir noch ein zweites Fahrgestell dafür bauen. Einen Rahmen dafür bauen und dann haben wir auch in dem Rahmen Platz für einen Akku. Weiter sind wir noch nicht. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Planung. Ich habe da mal eine Zeichnung gemacht. Das kann mir mein Kollege Thomas drucken, damit wir mal ein Fahrgestell haben, beziehungsweise einen Rahmen haben für zwei Fahrgestelle. Dann setzen wir das drauf auf die Schiene und probieren mal, ob es läuft. Ich hoffe, es läuft. Wir müssen nur irgendwo anfangen. Wenn es läuft, dann machen wir uns Gedanken darum, wie es letztendlich aussehen soll. Und das ist aus der Zeichnung entstanden. Jetzt muss ich mir noch in mein eines Drehgestell einen Dorn machen, was hier ins Lager reinpasst. Und das zweite Drehgestell muss ich noch bauen. So, jetzt muss ich das Ding auseinandernehmen. Hier oben die Schrauben müssen ersetzt werden durch Senkschrauben. An den Flanken muss das Drehgestell etwas schlanker werden. Und das werde ich jetzt machen. Schwierigkeit an der ganzen Geschichte ist, die Magneten so zu setzen, dass wir ein durchgehendes Magnetfeld haben. Und der Magnet unten drunter, und da müssen auch mehrere hin, dass wir das ausgleichen, sonst wird das Ding immer so pendeln, weil wir ein Magnetfeld haben, ein kurzes Stück wieder nicht, dann haben wir wieder einen Magneten, der wieder nicht.
Und das hinzukriegen, das auszutarieren, das ist im Moment die größte Schwierigkeit. Da das Ganze noch nicht in unser Fahrgestell reinpasst, in den Rahmen, den wir gedruckt haben, muss ich jetzt hier die Flanken ein bisschen runterfräsen, sonst habe ich nicht genug Platz, damit es sich drehen kann. Dass alle sagen, es geht nicht, und ich wusste das nicht, und deshalb habe ich es gemacht. Das so ungefähr kann man das umschreiben. Also so geht nicht, gibt's nicht, ist eigentlich ein Satz, den mag ich nicht. Und genauso wenig wie, das habe ich noch nie gemacht. Irgendeiner hat es mal zum ersten Mal gemacht. Und das sehe ich so als meine Aufgabe. So, jetzt möchte ich das Ganze hier reinfummeln. Dafür sind die Achsen aber zu lang. Und deshalb schneide ich die jetzt einfach ganz unprofessionell ab. Und jetzt drehe ich mir einen Dorn, damit das Ganze so ein bisschen schwebt. Die Tendenz ist, dass wir es in Patagonien unterbringen. Steht aber noch nicht fest. Und was wir eigentlich haben. Wir wollen einfach mal wieder so ein Highlight machen, wo die Zuschauer sich dann fragen, wie funktioniert das? Wir werden natürlich auch die Magneten, die unten drin sind, tarnen, irgendwie mit Schotter oder mit Grünzeug oben drüber oder so, damit man das nicht so gleich sieht. Das ist so der Hintergrund. Da haben wir Bock drauf. Ich habe mich jetzt umentschieden, weil ich das Maß nicht genau weiß, mache ich das erstmal mit Unterlegscheiben, fummel mir das mal hin. Das sieht gut aus. Probier das nochmal auf der Schiene. Das passt. Und das passt nicht. Das ist zu eng. Das hier gibt es ein Problem. Das muss ich nochmal nachfräsen. Das Besondere hier im Wunderland, also Kollegen ist ein Riesenpunkt, die Gemeinschaft, besonders hier in unserer Abteilung, das kann man nicht anders sagen, wir sind zwar die kleinste Abteilung, glaube ich jedenfalls, dass wir die kleinste Abteilung sind, es funktioniert aber alles mit Absprachen und so weiter, läuft super, es steht keiner hinter einem mit einer Stoppuhr und man kann seinen Spinnkram, sage ich mal, ausleben. Räder haben wir gedreht, die Achsen nehmen wir ganz einfach 3 mm Messing, das sollte eigentlich reichen, also für einen Prototyp auf alle Fälle. Den bauen wir Kram erstmal zusammen. Und dann sehen wir weiter. Ich komme jeden Tag gerne hierher, das hat sich überhaupt nicht geändert. Wir sind deutlich größer geworden und die Ansprüche sind größer geworden. Und wir haben auch einen Punkt erreicht, der so perfekt ist, ich weiß nicht, ob sich das noch steigern lässt. Und das hat sich eben halt wirklich geändert. Wenn man die alten Bauabschnitte sieht und die neuen Bauabschnitte, dann sieht man diesen Unterschied, der im Laufe der Jahre entstanden ist. Zusammengebaut, aber wie ihr seht, funktioniert das nicht. Die Magnete sind nicht leider nicht ausreichend. Jetzt müssen wir noch gucken, ob das in der Kurve, ob das Ding durch die Kurve geht, weil das war auch ein Problem am Anfang. Aber ich habe das ein bisschen nachgefräst und das sieht super aus. Eine Idee haben wir noch und das werden wir jetzt versuchen umzusetzen. Wir bauen uns jetzt mal die Magnete etwas anders.
und kleben die direkt unter das Gestell, welches wir hier haben. Das ist jetzt mittlerweile die dritte Version. Da dreht sich der Punkt hier um. Da haben wir nämlich vorher nicht dran gedacht, wenn wir das Gestell da reinstecken und wir haben eine leichte Unebenheit, würde sich eins von den Rädern anheben und das wollen wir vermeiden. Deshalb haben wir das Ganze drehbar gemacht. Und da kleben wir jetzt die Magnete unten drunter. Die sind noch nicht ganz fertig. Das dauert noch einen Moment. Und dann probieren wir das mal aus. Wir haben gestern noch den Rahmen hier fertig gemacht, Magneten unten drunter geklebt. Das passt auch alles wunderbar vom Abstand. Das Problem, was dabei aufgetaucht ist, was wir nicht wussten, diese Kunststoffteile sind so ungenau, dass wir da zu viel Spiel drin haben. Und bekanntermaßen ist es so, wenn man einen Magnet nicht genau über den anderen hält, dann rutscht er zur Seite und wird dann angezogen. Das ist schlecht. Das müssen wir vermeiden. Deshalb müssen diese Teile aus Aluminium gemacht werden. Die Rohlinge habe ich schon. Aber jetzt ist kurz vorm Wochenende. Das werden wir nächste Woche machen. Dies ist nur ein Prototyp, das hat vorher noch nie jemand gemacht. Wir probieren es trotzdem. Das wird mit Sicherheit nicht der letzte Prototyp sein. Die Probleme, die jetzt aufgetaucht sind, werden auch nicht die letzten sein. Wir werden mit Sicherheit noch welche dazukommen. Aber versprochen, wir werden euch die nächsten Wochen auf dem Laufenden halten. Hierher gekommen bin ich durch Zufall. Meine alte Firma war pleite und ich habe eine kleine Werkstatt gehabt nebenbei. Und der ein oder andere aus dem Wunderland war bei mir in der Werkstatt. Und bis auf dann irgendwann mal mein Abteilungsleiter Joachim kam. Und der hat mich gefragt, willst du nicht bei uns anfangen? Weil ich nicht alles austausche, sondern weil ich auch was repariere. Ja. Das war Gaston, hat die gebaut mit den kleinen 600er Fiat. Ich fahre mit so einem Auto auch, aber keine Rallye, sondern Rennen. Und den habe ich jetzt tatsächlich seit Ende letzten Monats 40 Jahre. Aber so lange fahre ich noch keine Rennen, seit knapp 30 Jahren fahre ich mit dem Ding Rennen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, mir über die Schulter zu gucken. Die Probleme, die ihr gesehen habt. Vielleicht habt ihr auch mal eine Idee, was man umsetzen könnte. Und insofern, vielleicht sehen wir uns auch im Wunderland. Ich wünsche euch noch was.